hat. Ich muss das ein bisschen anders machen als gedacht. Ich habe da jetzt Bodysprays, Duschschaum, Peeling und Deos dabei. Also nicht wundern, wenn es jetzt ein bisschen durcheinander ist. Duschgel konnte ich schön in ein Video nehmen, aber Deo und das funktioniert nicht ganz. Das Problem ist, ich habe das alles jetzt da in die Sackerl reingeschmissen, beziehungsweise in meine Minimaus-Tüte. Und deswegen nehme ich einfach irgendwas raus und zeige euch das einfach. Ja? Wenn es jetzt nicht in der Reihenfolge ist, nehmt es mir das nicht übel. Ja? Aber ich habe da irgendwie technische Schwierigkeiten gerade. Ah, Mami! Fängt alles aus. Okay, fangen wir mal lieber an. So, das erste. Also der erste Bodyspray ist Coconut Passion. Ich habe auch nur die alte Verpackung. Von den neuen Verpackungen habe ich bis jetzt noch keinen, weil, wie ihr gleich sehen werdet, habe ich genug Bodysprays. Dann habe ich den, oh Gott, den Secret Escape. Der wollte gerade flüchten, also passt das ja. Den habe ich damals sogar von meinem Freund geschenkt bekommen, weil ich den unbedingt haben wollte. Und den gab es bei uns bei Müller, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich habe sogar von ihm, na warte mal, habe ich nicht den von Müller gekauft und Bodylotion von meinem Freund kriegen, irgendwie sowas, aber das ist alles schon so lange her, das weiß ich gar nicht auswendig. Dann habe ich den Body Spray Love Spell, dann habe ich den Amber Romance, den Strawberry and Champagne habe ich noch und ich glaube, das war's jetzt. Nein, doch nicht, da ist noch einer. Den, die sind alle so dreckig. Das ist, weil das so lange im Kasten schon steht. Das ist noch Mango Temptation. Ja, also habt ihr gesehen, genug für meine Verhältnisse. Dann habe ich noch als Bodyspray, das habe ich damals bei der Douglas-Bestellung dazu bekommen, wie ich damals mit dem My Burberry bestellt habe. Das ist so ein kleiner Bodyspray, 30 ml. Den gab es auch damals in groß zu kaufen. Ich weiß aber nicht, ob es den noch gibt. Sollte ich vielleicht mal bald verwenden, aber das werdet ihr, glaube ich, oft hören. Dann habe ich hier noch ein Bodyspray, wo ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Das ist eine limitierte Edition von Lady Lemon und Mr. Mint. Ich habe das Duschgel jetzt aufgebraucht. Ja, dazu dann im nächsten Aufgebraucht-Video mehr. Ich weiß nicht, wie ich das benutzen soll. Im Sommer werden mir sicher die Bienen oder so nachfliegen. Ich finde nicht, dass es gut riecht. Ich muss das meinem Bruder zeigen, ob er das haben will. Klar, er kriegt die Sachen, die ich nicht haben will. So, ich sehe jetzt da ganz viele Deos oben, deswegen machen wir mit Deos weiter. Aber ich will das mischen, ich will das nicht so gut. Klingt das blöd, ich will das mischen. Ein Duschschaum von Bilou. Ich mag die Bilou, ehrlich gesagt nicht. Ihr werdet jetzt noch viele Bilou sehen. Aber ich mag die von Balea lieber als die von Bilou. Das war auch jetzt noch das alte Melone. Das gibt es ja nicht mehr. Auch die neue Version gibt es nicht mehr. Da fehlt mir gerade der Deckel. Mir gehen überall die Deckel runter. Dann habe ich... Nein, jetzt ist der Deckel in die Ecke geflogen. Dann habe ich von Larif, von dem Queen of Women, das Deo. Ach Gott, das geht. Ja, dann, da fehlt auch der Deckel. Der ist mir gerade da irgendwo in die Ecke geflogen. Das ist von Larif wieder, Touch of Women. Also die Deckel finde ich beschissen. Die halten überhaupt nichts aus. Sparky, du hast mich erschrocken. So, dann, das hat mir meine Cousine aus Deutschland mitgebracht, das Chocolate von Isana Young, auch ein Duschschaum. Dann habe ich hier noch ein Deo, das ist, das liebe ich, das ist ja von Klein Hogsdorf. Ich habe jetzt aktuell eins in Benutzung und das wird bald leer. Oh mein Gott, deswegen bin ich froh, dass ich noch ein Backup habe, weil ich war ja schon länger nicht mehr in Klein Hogsdorf. Dann habe ich ein Backup von dem Zuckerschnute-Deo. Eines habe ich aktuell in meinem Spind stehen. Da bin ich sehr, sehr fleißig. Dann habe ich hier einmal den Duschschaum von Bilou wieder. Den Slushy oder Slushy Apple. Das war einer von denen, den ich unbedingt haben musste. Das ist ganz schön anstrengend so. Dann habe ich noch das Deo Sternfrucht und Melone. Oder beziehungsweise Sternfrucht Melone heißt es nur. Das habe ich mir in Klein Hogsdorf gekauft. Aber nur, weil ich das bei uns in Österreich nicht gefunden habe, beziehungsweise weil ich ja kaum in einen DM noch reinkomme. Dann habe ich hier das Larif In als Deo, weil ich mir ja damals die ganzen Sets gekauft habe, habe ich so viele Deos. Dann endlich mal ein Duschpeeling, das Balea Duschpeeling Sommerliebe mit dem Melone. Und da habe ich noch ein paar Backups, das werdet ihr jetzt noch ein paar Mal sehen. Aber ich glaube, ich habe das gar nicht mehr oft. Dann, das zeige ich euch gleich so, habe ich dreimal den Duschschaum von Marbert.
So sieht er aus. Und ich habe den noch zweimal. Und einmal habe ich ihn sogar im Bad stehen. Weil ich den einfach liebe. Es ist so. Ich liebe den und er ist aus dem Sortimentgang. Der Duft leider auch. Den Duft habe ich sogar. Ja, was jetzt euch gewundert. Ja. Dusch das. Das war damals reduziert, deswegen habe ich es mir genommen. Auch weil das so gut riecht, nach solchen Zuckerl, die ich aus der Kindheit kenne. Deswegen habe ich das mir genommen. Ich habe bis jetzt das noch nie probiert, leider. Weil ich gerne wissen will, wie das ist. Da habt ihr noch ein Duschpeeling von Balea, das Melone. Dann, das habe ich jetzt auch mit reingenommen, weil ich wie gesagt nicht wusste, wo ich das hineintun soll. Das ist die In-Dusch Body Milk Kakao und Milch, mein letztes Backup. Das andere habe ich in Verwendung und das ist dann mein letztes. Was ich unbedingt haben will, ist dieses Aloe Vera, aber das gibt es beim Müller nicht. Ich habe das nur einmal im DM gesehen und ich hoffe, das gibt es noch. Dann habe ich hier das von Below, Happy Spring, die limitierte Edition. Ja. Dann habe ich wieder ein Peeling, das ist von Yves Rocher, da wo ich auch das Duschgel euch gezeigt habe, habe ich das passende Peeling dazu. So, liebe ich. Den Duft habe ich sehr, sehr gern gehabt. Ich hoffe, ich sage das auch jetzt auch noch. Ich will das nämlich dann unbedingt im Winter benutzen, weil da habe ich ja auch das Duschgel auch. Ja, da muss ich leider zugeben, den bin ich hinterhergelaufen, den Duschschaum von der Bibi. Aber jetzt so im Nachhinein verstehe ich es nicht. Ja, das war echt, echt bescheuert. Es gibt ja urviele Sorten, die ich gar nicht habe. Ich glaube, dieses Fizzy Berry habe ich nicht und noch ein paar andere. Aber ich brauche auch keine mehr. Ich finde die nicht so gut wie die von Balea. Und ich habe gar keinen Balea mehr, weil ich benutze gerade einen und ich habe gar keinen mehr, sehe ich gerade. Isana Lollipop hat mir auch meine Cousine aus Deutschland mitgebracht, weil ich den unbedingt haben wollte. Dann noch ein Peeling, das Happy Melon Sorbet. Ja, ich hoffe, das bleibt noch eine Weile, weil ich hätte da gerne noch welche, aber ja. Dann habe ich hier das Bilou. Plummy Kisses, das habe ich aber geschenkt bekommen, deswegen finde ich das nicht so schlimm. Und finde der riecht gut. Bin gespannt, wie der dann ist, wenn ich ihn benutze. Also, weil so riecht es meistens gut und wenn man es dann verwendet, ist man ein bisschen enttäuscht. So. Noch einmal das Balea Duschpeeling, aber ihr habt es gewusst, dass ich viele Backups habe. Ich habe das ja damals ausgenutzt, wie die um 80 Cent reduziert waren. Da habe ich die gebunkert bis zum Umfallen. Jetzt sagen wir lieber nichts mehr dazu, oder? Upsi. Oh, jetzt ist das Schöpfchen runtergeflogen. Ich hoffe, diese Verkühlung verschwindet wieder. Jo, das ist mein letztes Körperpeeling von Yves Rocher leider, das Vanille. Eins habe ich jetzt aktuell noch in Verwendung und das ist fast leer. Und das ist leider mein letztes Backup. Wo ich echt angepisst bin, weil ich mag die. Was heißt mögen? Ich liebe die. Das Einzige ist, vielleicht gucke ich mir wieder die Body Shop an. Die mochte ich früher auch sehr gern, weil ich will solche gröberen haben. Die Duschpeeling sind für zwischendurch gut. Also die von Balea und die von Tracklemoon peelen eigentlich auch ganz gut. Deswegen benutze ich das seltener. Weil ich habe jetzt das von Tracklemoon benutzt gehabt. Das habe ich heute aufgebraucht. Das Grapefruit, glaube ich, war das. Das war auch gut. Auch vom Peeling-Effekt her, deswegen habe ich das jetzt nicht so oft verwendet. Aber wenn ich das Duschpeeling von Balea nehme, gehe ich trotzdem noch manchmal mit dem über meine Haut drüber dann. Klingt vielleicht blöd, aber ich finde das vom Peeling-Effekt so, so gut und danach ist die Haut so, so weich und das ist mein letztes. Mein letztes, ich könnte weinen. Wegen einem Peeling, ja. Ja, das war jetzt nicht so schlimm, finde ich. Okay, wenn man es nicht kombiniert, ist es nicht so schlimm. Und weil ja auch Duschschaum, Peeling und Bodysprays dabei waren. Ich weiß, ich habe auch davon zu viel. Die Victoria's Secret waren damals so übertrieben. Ich weiß nicht, warum ich mir so viel gekauft habe. Ja, deswegen kann ich mir das Vanilla Lace nicht kaufen. Ich hätte so gern den Bodyspray Vanilla Lace. Und weil ich so viele habe... Nein, aber ich muss sagen, ich habe schon zwei leer gemacht. Ich habe den Sheerlove, glaube ich, aufgebraucht. Und den Pure Seduction. Die beiden habe ich schon aufgebraucht. Das war aber, glaube ich, letztes Jahr. Heuer habe ich leider nicht geschafft, einen aufzubrauchen. Ja. Aber ich werde es weiterhin versuchen. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele Duschpeelings oder Duschschaum ihr habt. Oder ob ihr das überhaupt... Ich habe einen vergessen. Ich hole ihn schnell. Da wäre ich jetzt mega traurig gewesen, wenn ich den vergessen hätte. Ich habe mal vor kurzem bekommen von der Arbeit den Biotherm Duschschaum.
gehabt und da habe ich mich so gefreut, weil es genau der war von der Sorte, die mir am besten gefällt. Da gibt es ja 3 verschiedene Sorten. Es gibt ein rotes, ein gelbes und ein grünes. Und das grüne mag ich am liebsten. Das rote finde ich auch gut, aber das grüne mag ich am liebsten. Und den Duschschaum haben wir bekommen. Ich habe mich so gefreut über den. Ja, ich habe ihn natürlich noch nicht benutzt. Ich wollte ihn euch unbedingt vorher zeigen. Ja, hätte ich jetzt fast vergessen. So. Was ich jetzt noch sagen wollte, das waren jetzt mal die ersten beiden Sammlungsvideos. Bodylotion, Handcreme fehlt noch und die Gesichtspflegesachen. Ich weiß noch nicht, wie ich das aufteile, weil bei denen war es ja auch jetzt das Problem. Duschgel hat super funktioniert, weil das ja Menge war. Aber ich will ja auch, dass sich das Video dann von der Länge her auszahlt und dass ich nicht gerade ein 5-Minuten-Video habe, so wie die letzten paar Videos. Ich glaube, die kommen nicht so an. Ich habe das Gefühl, die gehen ein bisschen verloren, die 5-Minuten-Videos. Ich glaube, ihr mögt die längeren Videos lieber, habe ich das Gefühl. Und deswegen, ja, ihr könnt es mir gerne mal schreiben. Mögt ihr längere Videos oder kürzere lieber? Schreibt es mir das, das wäre wirklich interessant. Aber dann gebe ich mir Mühe, dass die Videos länger werden. Weil dann kann ich die anderen beiden Sachen schon mal einteilen. Also will ich noch Bodylotions, Handcreme, Gesichtspflege und ich habe noch Haarprodukte, was ich euch auch noch zeigen will von meinen Sammlungen her. Spacki, was machst du? Was führst du auf? Das ist schon so schlimm. Er braucht schon wieder einen Friseur, genauso wie Frauli. Gell? Ja. Jo, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen chaotisch war. Ihr könnt, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr lieber Duschgel oder Duschschaum verwendet. Bei mir ist es ein bisschen gemischt. Ich mag beides gerne. Und Spacki grunzt sich weg. Oh, Spuckelü. Ich mag beides sehr gern und deswegen, ja, ist das für mich jetzt nicht so schlimm. Ich mag beides. Ja, was kann ich noch sagen? Mir fällt nichts mehr ein. Was macht er jetzt? Spacki? Spacki, was machst du? Spacki? Er ist schon wieder so schlimm. Er will sicher wieder ein Z. Gestern hat er nicht, aber will ein Z. Ich habe nichts gesagt. Komm her kurz. So, jo. Ich habe kein... Oh, ich habe ein Mac oben. Spacki, ich habe ein Mac-Lippenstift oben. Interessiert ihn heute nicht. Normalerweise schon. Ja. Ah, ich weiß, warum er mich hier geht, weil da der Ventilator ist. So. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Na, Spookini, was ist los? Ihr könnt es mir gerne mal in die... Ich wiederhole mich. Mein Gott. Ich höre jetzt auf mit dem blöden Labern und werde das Video jetzt beenden. Ich glaube, er hat... Er will ein anderes Essen haben. Schwafel doch noch. Was willst du? Was willst du? Rede mit mir. Sprich zu deinem Frauli. Willst du Papi? Oder willst du Zucki? Oder Gassi? Gassi? Er ist so süß, wirklich. Er würde alles verstehen. Und er hat schon wieder so lange Haare. Du bist echt ein Horror. Nimmst du heimlich Substral? Mein Babylein, mein Babylein. Ja. Er nimmt heimlich Substral. Jetzt kriegst du ein bisschen Highlighter von mir, Spookinator. Highlighter, bist du Highlighter? So, bist du brav? Und mir gefällt das, wenn er dann so anhänglich wird und dann sitzen bleibt. Okay, ich hab's verschrien. Bleibst du sitzen? Nein, gell? Ja, also ich beende das Video jetzt. Ihr habt wieder ein bisschen den Spacki gesehen. Na, lass das! Nicht auf mir, hallo? Habt ihr jetzt wieder ein bisschen Spookinator gesehen? Schau mal. Schau. Da, schau. Darüber. Darüber. Jetzt habe ich ihn verwirrt. Da, schau. Ich bin nicht da. Ja. Oh. Seine Nase ist so lieb. Die wird so richtig rosa. Sehen Sie das? So älter wird sie mehr rosa. Okay, ich höre jetzt auf. Spooky, du bist ein YouTube-Star gerade. Ja, mein YouTube-Star. So, jetzt reicht's aber wirklich. Ich beende jetzt das Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr müsst jetzt noch ein bisschen Geduld haben über die anderen Sammlungsvideos. Ja, Spacki. Aber habt's Geduld. Ich verspreche euch, ich werde es abdrehen, nur weiß ich noch nicht wann. Also mit mir Geduld haben, sonst wird's wieder so... Was ist los? Mit mir Geduld haben, sonst wird's wieder so wie die letzten Sammlungsvideos. Und das wollt ihr ja nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Sagst du auch Tschüss? Sagst du Tschüss? Der schaut mich an, wie gerade, lass mich in Ruhe. Ich sag Tschüss. Tschüss. Bye, bye.
Bye. Bis zum nächsten Mal. Au, dein Barthaar sticht mir ins Auge. Tschüssi. Sag tschüss, Spooky. Tschüss. Oh.